Filterkaffee ist irgendwo die reine Form, Kaffee genießen zu können oder zuzubereiten. Das ist, glaube ich, das Besondere am Filterkaffee. Und so wird der Kaffeefilter auch weiterhin eingesetzt. Dank der kreativen Hausfrau, Erfinderin und Unternehmerin Melitta Benz. Wie ein riesiges Wespennest. So sieht es aus, wenn sich einmal im Jahr tausende Vespisti treffen, um ihrer Vespa-Leidenschaft zu frönen. Dieses Jahr im ungarischen Zanka, einem 800-Seelendorf am nördlichen Ufer des Plattensees. Wir kommen aus der Gegend von Nürnberg. Wir kommen aus Bukarest. Wir sind von Österreich. Aus Belgien. Aus Melbourne. Tokio, Japan. Wir wohnen in Manchester. Ich komme aus Bali in Indonesien. Ich komme aus Udine in Italien. Einige Teilnehmer haben für die World Vespa Days eine lange Reise auf sich genommen. So wie der Vespa Club München. Ab nach Ungarn. Nach 2 Tagen und rund 600 Kilometern sind sie pünktlich zum Festivalstart eingetroffen. Für 4 Tage brummt und knattert es hier an jeder Ecke. Die Gemeinde der Vespisti ist groß und international. Fahrer aus mehr als 40 Ländern sind dieses Jahr mit dabei. Die Motivation ist bei jedem eine andere. Einfach die alte Zeit am Leben halten und das Ganze genießen, die Renaissance der Roller. Es ist eine Lebensweise. Man lernt gute Freunde kennen. Wir haben viel Spaß und am wichtigsten ist, dass wir diese Woche ohne unsere Frauen sind. Week specially without our wives. Wo die Vespa World sind für uns immer eine gute Gelegenheit, Europa kennenzulernen. Das Land und die Menschen. Für mich ist es meine Religion, meine Leidenschaft. Ich denke, es ist das Gefühl von Freiheit. Mit dem Zweitakter auf und davon. Darauf freuen sich hier alle. 55 Kilometer liegen bei der heutigen Tour vor den 60 Rollern. Die Strecke führt durchs Hinterland entlang kleiner Dörfer, Obstplantagen und Rebstöcken. Der Weinanbau hat in der Region Tradition. Die meisten Vespas sind älter als ihre Fahrer. Wer eine besitzt, sollte handwerklich begabt sein. Es wird getüftelt und gefachsimpelt. Die Vespa-Parade ist für viele der knapp 5000 Besucher der Höhepunkt. Auf dem Festivalgelände heißt es sehen und gesehen werden. Hier wird von früh bis spät ausgelassen gefeiert. Konzerte heizen die Stimmung an. Und was natürlich nicht fehlen darf, der Auftritt der Vespa-Akrobatikgruppe aus München. Eine der besten der Welt. Geleitet wird sie von Robin Davy alias Mr. Vespa. Die Disziplin hat ihre Anfänge in den 1950er Jahren. Die Münchner Enthusiasten lassen die in Vergessenheit geratene Kunstform seit 1995 wieder aufleben. Zum eigenen Vergnügen und dem des Publikums. Wir waren heute richtig gut drauf und die Piste war ja ein bisschen buckelig. Auch mal ein Gullideckel dazwischen. Super. Wir sind super gefahren. Dafür sind wir Akrobaten, weil die Gullis, die machen uns nichts aus. Nächstes Jahr gibt es die erste Ausgabe der Vespa World Days in Asien. Und zwar auf Bali in Indonesien. Ein Türke mit einem Jazzclub in Berlin, das ist ziemlich ungewöhnlich. Hier sind die kulturinteressierten Menschen, haben sowieso die Angewohnheit, die Musik leben zu lassen. Und das, deswegen ist die Aufgabe hier um einiges leichter, genau die Situation zu erschaffen, die Musik auch wirklich verdient hat oder braucht. Und in der Türkei ist es nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich dann diesen Jazzclub nicht in der Türkei, sondern hier habe. Sitting in the morning sun. Fast täglich steht im Berliner A-Train eine andere Band auf der Bühne. Der Club ist für seine intime Atmosphäre bekannt. Nur rund 200 Zuschauer haben hier Platz.
Cedar Sardans Jazz Club ist eine Institution in der deutschen Hauptstadt. Also das ist natürlich das größte Glück eines jeden Veranstalters ist, wenn man seinen Ort als voll sieht, wenn die Gäste kommen und auch die Freude in ihren Gesichtern sehe, dann macht mich das sehr glücklich. Seit 1997 betreibt Cedar Sardan den Jazzclub. Das ist da, wo ich jetzt auf der Bühne eine Ansage mache. Und ich weiß, dass ich da sehr nervös war. Er ist stolz, dass hier auch schon die ganz großen Musiker der Jazzszene aufgetreten sind. Zum Beispiel der US-amerikanische Jazzpianist Herbie Hancock. Also so Musiker wie Herbie Hancock oder Marcus Miller, die bei mir aufgetreten sind, das sind einmalige Geschichten, weil die tun das, um diesen Club zu unterstützen. Das heißt, so ein Support-Gedanke ist gerade in dem Augenblick. Weil die waren auch mal unbekannt, jung. Und wo haben sie angefangen? Wo haben sie sich entfaltet? Wo sind sie groß geworden? Nämlich in Clubs. Ein Stammgast im A-Train ist der deutsche Trompeter Till Brönner. Er hat seine Karriere hier begonnen und ist immer noch mit Cedar Sardan befreundet. Wann immer er kann, kommt er vorbei. Jazzclub-Besitzer sind was ganz Besonderes. Sie sind eine eigene Spezies und vor allen Dingen deswegen, weil wenn sie nicht gut sind, sind sie sofort weg und keiner spricht über sie. Bei Cedar geht das schon weit über 20, 25 Jahre mittlerweile. Und wer das von sich behaupten kann, der muss einiges richtig gemacht haben. Cedar Sardan kam mit 12 Jahren aus der Türkei nach Berlin. Den Jazz lernte er erst später zufällig bei einer Reise in seine Heimat kennen und lieben. Er ist hier im Berliner Bezirk Charlottenburg verwurzelt, wo viele einflussreiche Kulturschaffende leben. Im A-Train sollen sich die Musiker nicht nur auf der Bühne wohlfühlen. Auch vor und nach den Konzerten kümmert sich Cedar Sardan um seine Gäste. Denn er ist nicht nur der Besitzer des A-Train, er ist auch seine gute Seele. Die MS Europa 2. Bei weitem nicht das größte, wohl aber eines der luxuriösesten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Wo immer der Luxusliner auftaucht, ist ihm Aufmerksamkeit gewiss. So wie hier bei einer Veranstaltung im Hamburger Hafen. Das ganze Jahr über ist die MS Europa 2 unterwegs. Von der Ostseekreuzfahrt bis zur mehrwöchigen Atlantikreise. Vor jeder neuen Tour überprüft Hotelmanager Johann Schrempf, ob alles seine Ordnung hat. Der Österreicher ist Chef von 280 der insgesamt 370 Besatzungsmitglieder. Auf seinem Schiff soll es nicht nur luxuriös, sondern vor allem auch entspannt zugehen. Bei uns gibt es nicht mehr dieses klassische Kapitänsdinner, wie man sonst gewohnt ist, oder den Empfang, sondern bei uns ist das eher etwas legerer, auch von der Kleiderordnung her. 516 Passagiere haben auf der MS Europa sehr viel Platz, denn sie wohnen ausschließlich in Suiten. Die beiden größten sind mit je 114 Quadratmetern die sogenannten Owner-Suiten. Der Preis wird nur auf Anfrage genannt. Die Größenordnung etwa 2.500 Euro pro Tag. Am liebsten schaut der Hotelmanager vor der Abfahrt noch einmal selbst nach dem Rechten. Diese Ein- und Ausschiffungen, was bei uns relativ schnell und unter Druck passieren müssen, da kann sein, dass man einmal etwas übersieht. Dadurch gehe ich dann noch einmal und schaue gerade in gewissen Segmenten, ob das dann auch seine Richtigkeit hat oder nicht. Farbakzente finden sich nur sparsam in den dezent gehaltenen Suiten. Die Hamburger Architekten Kai Bunge und Siegfried Schindler haben das komplette Innere des Schiffes gestaltet. Ihnen ist wichtig, dass alles auch so aussieht, wie sie es vorgegeben haben. Es geht wirklich bis ins kleinste Detail, ja. Muss. Muss, ja. Muss.
Und das spürt der Passagier, wenn er vielleicht auch letzten Endes nicht jedes einzelne Detail hundertprozentig wahrnimmt, direkt wahrnimmt, aber er empfindet dass die Gesamtkomposition, wenn die stimmig ist. Kein Luxusschiff ohne Spa-Bereich. Auch dieser ist in seinen Farben auf die Ausstattung des Schiffes abgestimmt und bietet viel Platz. Innen und außen. Das Deck 4 ist der sogenannte öffentliche Bereich. Hier gibt es 8 Restaurants, Bars, einen Jazzclub und ein Theater mit 418 Plätzen. Letzte Vorbereitungen auch unter Deck. Das Team bekocht die Gäste mit internationalen Spezialitäten, etwa aus der italienischen, französischen oder japanischen Küche. Zeit für eine kleine Pause für Hotelmanager Johann Schrempf. So, irgendwie hat mir meine Mutter das mitgegeben. Ich komme immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann geht es los. Die nächsten Ziele der MS Europa 2, Skandinavien, Südeuropa, die amerikanische Ostküste und die Karibik. Die Schweiz. Überwältigende Bergpanoramen. Atemberaubende Natur. Und ein musikalisches Nationalsymbol, das Alphorn. Dem rund 3,5 Meter langen Instrument zu Ehren treffen sich jedes Jahr tausende Alphorn-Fans in Nerbar im Kanton Wallis. Ich komme aus Belgien, dem flämischen Teil. Ich bin aus Holland. Ich komme aus Manchester in Großbritannien. Ich komme aus Deutschland, aus Steinheben. Und uns gefällt die Alphorn. Das Alphorn spielen und deshalb kommen wir her. Rund 4000 Alphornbläser sind in der Schweiz aktiv. Hier in Nerdar, auf dem größten Alphornfestival des Landes, treffen sich 150 Musiker aus der ganzen Welt. Die meisten von ihnen sind über 50, doch es gibt auch junge Instrumentalisten, die Lust auf das Alphorn haben. Was sich vielleicht jetzt ein bisschen tendenziell anbahnt, ist, dass verschiedene Jüngere auch versuchen, ein bisschen aus der Folklore rauszukommen, sondern eher dann eben ein bisschen in jazzige oder dann auch in chromatische Tonlagen zu spielen, sofern das möglich ist. Je nach Horn können 12 bis 16 Töne erzeugt werden. Genug, um auch zeitgenössische Stücke zu spielen. Die internationale Gruppe The Alpine Sisters hat sich darauf spezialisiert. Man kann natürlich nicht alles spielen, aber unseren Stil können wir durchaus wählen. Es ist, als hätte man eine Trompete ohne Ventile. Wir haben begrenzte Möglichkeiten. Eine Zeit lang galt Folklore als langweilig. Aber jetzt scheint es, als gäbe es ein Comeback. Und ich glaube, dass Alphornspielen jetzt wieder richtig cool ist. Es ist wirklich im Trend. Ursprünglich war das Alphorn quasi das Handy der Hirten. Und das nicht nur in Europa. Auch in Asien wurde es von den meisten Viehhütern als Kommunikationsmittel genutzt. Im Verlauf der fast 500-jährigen Geschichte verstummte das Alphorn in der Schweiz immer mehr. Nerdar gilt heutzutage als Hauptstadt des Instruments. Hier spielt es fast jeder, so wie Patricia Monori. Meine Mutter ist auch Alphornistin. Sie spielt mit mir in einer Gruppe. Ich glaube, ich habe damit angefangen, weil sie es gespielt hat. Und ich dachte, es ist ein cooles Instrument. Und jetzt bin ich hier. Now here I am. Viele Alphornbläser brauchen auch viele Alphörner. In der Schweiz gibt es rund 40 der spezialisierten Instrumentenbauer. Einer von ihnen ist François Morisseau.
Zwei Wochen ist er mit einem Instrument beschäftigt. 5 bis 8 Jahre muss das Holz der Schweizer Rottanne trocknen, ehe er es verarbeiten kann. Wir wählen einen Baum aus, der auf nährstoffarmem Boden wächst. Auf sehr steinigem Untergrund wächst er sehr langsam und nicht so hoch. Die Leitungsbahnen im Baum sind sehr eng, wodurch das Wachstum verlangsamt wird. Solches Holz suchen wir. Wir nennen es Klangholz. Es ist das gleiche Holz, aus dem man Geigen, Gitarren und ähnliche Musikinstrumente baut. Mit Stolz halten die Männer aus Nadar und Umgebung auch andere Bräuche aufrecht, wie das sogenannte Geißlechlöpfern und das Treichlern, bei dem riesige Kuhglocken geläutet werden. Der Höhepunkt ist aber das Gesamtspiel der 150 Alphornbläser. Und das wird ganz sicher auch nächstes Jahr so sein, wenn das Festival im Südschweizer Kanton Wallis in die 19. Runde geht. Ein kleines Felsennest mit imposanter Burganlage. Das ist Gruyère, umgeben von den Ausläufern der Schweizer Alpen. Der Name Gruyère verweist auf das Wappentier der Gemeinde, den Kranich, französisch La Grue. Etwa 2000 Menschen leben hier, aber jährlich kommen rund 1 Million Touristen und den berühmten Käse kennt natürlich jeder. Kenne ich gut, schmeckt toll, den gibt's auch in Brasilien. Ich mag vor allem den alten Gruyère. Wenn wir Zeit haben, probieren wir den. Rund um den Ort grasen Kühe der Holsteiner Rasse. 51 Alpkäsereien im Kanton stellen den Käse auf ganz traditionelle Weise her. Auf 1600 Metern Höhe hat die Familie Pilaire ihre Hütte. 52 Kühe gehören zur Käserei. Beat Pilaire arbeitet rund um die Uhr an der Käseherstellung. In einem großen Kupferkessel beginnt die erste Phase. Wenn die Milchmasse dickflüssig ist, rührt er sie immer wieder mit 2 Holzschaufeln durch. Der Anfang ist am allerwichtigsten bei der Herstellung. Mit diesen Schaufeln sorgen wir dafür, dass sich die Masse in Körner scheidet. Jetzt steht die Geburtsstunde des Käses bevor. Per Hand lässt sich am besten prüfen, welche Konsistenz die Körner haben. Für den Gruyère wird nur Rohmilch verwendet. Das ist eine gute Qualität. Ich kontrolliere das mit der Hand. Wir haben hier keine technischen Apparate, um etwas zu prüfen. Wir verlassen uns ganz auf unsere Sinne. Hier kann man schon fühlen, wie weich er ist. Schauen Sie, wie sich die Körner herauslösen. Mehr Technik und viele Bottiche gibt es in einer Schaukäserei ganz in der Nähe von Gruyère. Anders als in den Alpkäsereien haben hier Besucher Zutritt und beobachten die Herstellung von oben. Die Käseleibe reifen bei 13 Grad Celsius. Jeder Laib erhält einen Stempel, der die Herkunft nachweist. Auf dem Käse ist die Nummer der Käserei angegeben, diese Nummer hier. Außerdem findet man die Nummer auch auf der Verpackung des Gruyère. Wer also beispielsweise den Gruyère in Deutschland kauft, kann im Internet die Nummer eingeben und herausfinden, aus welcher Käserei dieser Käse, den man isst, eigentlich stammt. Nur die Milch von Kühen, die auf den Wiesen von Gruyère weiden, wird zu dem berühmten Käse verarbeitet. Er wurde mehrfach als bester Hartkäse der Welt ausgezeichnet. Ein gewöhnlicher Mittag am Bahnhof Zoo. Obdachlose warten vor der Bahnhofsmission auf kostenloses Essen, eine Dusche oder einen neuen Haarschnitt. Einmal pro Woche schneidet die gelernte Friseurin Franziska Dinter ehrenamtlich die Haare. Aber nur um die Frisur geht es hier nicht. Oh, alles okay. Okay. Alles gut. Ja. Eigentlich brauchen viele von denen bloß jemand, der sie in den Arm nimmt oder der seine Hand, der Zeit hat und zuhört und
und einfach mal führt, ja. Und es sind auch manche Leute, die sagen dann Mama zu mir oder ach, wenn ich jetzt, wenn du doch meine Mutter wärst, dann würde ich ganz anders leben. Draußen riecht es nach Urin, Schnaps und Schweiß. Drinnen, in der Friseurecke von Franziska Dinter, nach Haarschaum und Pflegecreme. Manche Kunden haben sich lange nicht gewaschen, stinken. Andere haben sogar Läuse. Also geekelt habe ich mich vor gar keinem. Ich habe literweise schon Desinfektionszeug quasi verbraucht. Ich habe da keinen Ekel davor. Ich muss bald wieder ins Krankenhaus. Ach du. Ernsthaft, oder? Ja, ernsthaft. Ich lag ja schon dreimal im Koma. Was? Früher arbeitete Anselm als Journalist. Doch dann wurde er krank, verlor seinen Job, vor 3 Jahren die Wohnung. Ja. Zum Abschluss schenkt Franziska Dinter ihm Sorgenpüppchen. Ihnen soll er seine Nöte erzählen, wenn sie nicht da ist. Und ihr habt Ende ein liebes Wort für die Leute, die auch dich teilweise gar nicht verstehen. Darf ich dich umarmen? Ach, dankeschön. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ne? Und dir auch alles Gute. Das war für mich immer schon eine Freundin. Also ich gehe da nicht hin, weil ich kostenlos den Haarschnitt bekommen kann, sondern die guten Gespräche mit ihr. Und das ist so ein Geben und Nehmen. Dieser Rucksack und sein Stoffschaf sind sein einziger Besitz. Auch Franziska Dinters Leben stand schon auf Messers Schneide. Früher hatte sie ein eigenes Häuschen mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern. Ein schwerer Autounfall änderte alles. Aus dem Schicksalsschlag hat sie gelernt. Also ich sage, das Fallen ist schlimm, das Liegenbleiben ist noch schlimmer, aber das nicht wieder aufstehen ist am allerschlimmsten. Ne? Ohne den Unfall, sagt sie, wäre sie nie auf die Idee gekommen, Obdachlosen ehrenamtlich die Haare zu schneiden. Ich bin dankbar, dass meine Hände heil geblieben sind und das ist meine Aufgabe. Und wenn der liebe Gott mir noch ein paar Jahre gibt, dann mache ich das noch so lange wie möglich. Franziska Dinter hat nachgerechnet. Mehr als 11.000 Bedürftigen hat sie schon die Haare geschnitten. Und es können noch viele mehr werden. Er muss schnell her, der Impfstoff gegen das Virus. Normalerweise dauert es mehrere Jahre, einen Impfstoff zu entwickeln. Doch weil die Zeit drängt, sollen die 6 notwendigen Entwicklungsphasen nun in ein paar Monaten durchlaufen werden. Zuerst analysieren Forscher das Virus. Aus Bestandteilen des Virus und Zusatzstoffen entwickeln sie einen möglichen Impfstoff. Im 3. Schritt wird dieser an Tieren erprobt. Im 4. dann an Menschen. Dann müssen die Behörden den Stoff genehmigen, bevor er letztlich in die Massenproduktion geht. Mehr als 70 Impfstoffprojekte versuchen Wissenschaftler gerade, so schnell wie möglich durch diesen Prozess zu schicken. Einige Forscher sind schon in Phase 4, testen ihren Impfstoff also bereits an Freiwilligen. Doch Experten rechnen damit, dass es mindestens 1 Jahr dauern wird, bis eine Impfung breit verfügbar ist. Forscher versuchen auf unterschiedliche Arten an einen Impfstoff zu kommen. In Versuchen mit Lebendimpfstoffen setzen sie auf bereits bekannte harmlose Viren, sogenannte Vektorviren. Ihnen wird ein Teil des Erbguts des SARS-CoV-2-Erregers eingeschleust. Die Folge? Sie bilden dieselben Oberflächenproteine wie das Coronavirus. Dieses verkleidete Virus kann im Menschen keinen Schaden anrichten, aber das Immunsystem des Geimpften reagiert trotzdem darauf und bildet Antikörper. Nun wüsste der Körper, wie er sich gegen das echte Virus schützen kann. Andere forschen mit Totimpfstoffen, also mit abgetöteten Teilen des Coronavirus. So werden auch andere Impfstoffe etwa gegen Tetanus oder Grippe hergestellt. Allerdings könnte es mit dieser Methode schwierig werden, schnell große Mengen herzustellen. Die neueste Entwicklung? Genbasierte Impfstoffe. Dafür wird dem Virus sogenannte RNA entnommen, seine genetische Bauanleitung. Ein damit hergestellter Impfstoff ruft im Körper die Bildung von Virusproteinen hervor. Und das Immunsystem reagiert mit Antikörpern. Aber es gibt noch keinen einzigen zugelassenen Impfstoff dieser Art.
Jetzt in der Krise hoffen viele, es muss doch bald mal einen Impfstoff geben. Doch selbst wenn er da ist, heißt das nicht, dass die Pandemie vorbei ist. Das Virus könnte mutieren, sich genetisch verändern. Bereits erfolgreich getestete Impfstoffe könnten dann plötzlich wirkungslos sein. Gegen Grippeviren zum Beispiel muss jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt werden. Und auch bereits bekannte Coronaviren neigen dazu, ihre DNA zu verändern. Bisher ist der Covid-19-Erreger während seiner weltweiten Verbreitung kaum mutiert. Und doch bleibt es ein Rennen gegen die Zeit. Je schneller ein Impfstoff kommt, desto mehr Menschen können geschützt und somit auch gerettet werden. Er kam vor 5 Jahren nach Deutschland. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder floh Tarek Huli vor dem Krieg in Syrien. Im Gepäck sein Diplom. Denn ganz von vorne wollte er nicht anfangen. In seiner Heimat hatte er schon einen Beruf gelernt und bei dem wollte er bleiben. 2009, ich habe angefangen mit der Ausbildung. Seitdem habe ich bis jetzt gearbeitet in diesem Bereich. Ich habe als Industriemechaniker ausgebildet und dort habe ich in einer Firma gearbeitet, die Kühlschränke herstellen. Hier macht er Vakuumsauger und profitiert von seiner Ausbildung in Syrien. Er liebt seinen Beruf. Deswegen wollte er unbedingt seine Qualifikationen in Deutschland anerkennen lassen. Der Weg bis dahin war nicht einfach. Von einem Amt zum anderen wurde er geschickt. Schließlich kam Hilfe von der Industrie- und Handelskammer. Dort habe ich alle Dokumente gebracht und gezeigt einfach. Dann die haben mir gesagt, das geht auch. Vor diesem Problem stehen viele Migranten in Deutschland und die, die noch hierher kommen wollen. 2018 haben fast 30.000 Menschen einen Antrag auf Anerkennung ihrer erworbenen Ausbildung gestellt. Eine große Herausforderung bei den Anerkennungsverfahren ist tatsächlich das Herausfinden des sogenannten deutschen Referenzberufs, wo ich meine Anerkennung stellen kann. Wenn ich aber aus einem Drittstaat komme, dann habe ich die Situation, dann brauche ich die Anerkennung zwingend für die Einreise. Fachkräfte werden in Deutschland dringend benötigt. Unternehmen wie das von Udo Werner sind auf Arbeitsmigranten angewiesen. Deshalb ist er froh, Industriemechaniker wie Tarek Huli bei sich zu haben. Jemand, der so eine Anerkennung bekommen hat, der kommt ja ganz anders hier hin. Der hat ein anderes Selbstwertgefühl und der ist dann einfach hoch motiviert, hier zu arbeiten, noch mehr zu lernen, sich weiterzubilden, auch die Sprache zu lernen. Das sehen wir an dem Tag sehr deutlich. Aber der Anfang war für ihn auch nicht leicht. Er musste erst einmal die deutsche Technik kennenlernen. Doch jetzt arbeitet er selbstständig. Ich bin ohne Arbeit, bin ich tot. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich habe immer gewohnt, von Anfang von meinem Leben habe ich gearbeitet und bis jetzt habe ich gearbeitet. Das deutsche Diplom motiviert den 26-Jährigen. Jetzt will er seine Deutschkenntnisse noch verbessern und den Meisterabschluss machen. Bei Temperaturen von minus 10 bis minus 20 Grad Celsius laufen ihre Huskies zu Höchstformen auf. Und auch Silvia Furtwängler ist in ihrem Element. Die Deutsche zählt zu den besten Schlittenhundeführern der Welt. Jeden Tag wird trainiert für bevorstehende Rennen. In einer traumhaften Natur. Es läuft. Es ist schön. Es ist still. Es ist nicht laut. Die Hunde hecheln. Der Wind, der immer da ist. Und wenn man nicht da ist, dann macht man sich Gedanken. Es ist einfach nur schön. Ich genieße es. Es ist ihr Traum, sagt die 56-Jährige, den sie hier leben kann. Sult! Vor 9 Jahren auf einer Expedition entdeckte sie den einsamen Landstrich für sich, ließ Deutschland hinter sich
und wanderte mit ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn in die norwegische Provinz aus. 37 norwegische Huskies im Schlepptau. Hunde sind, glaube ich, so ein Stück weit wie ich. Also die Rasse sowieso auch. Also sind Einzelgänger, aber auch teamfähig, sind Familienmenschen, aber doch auch, machen ihr eigenes Ding auch. Und ja, der Unben, die haben ein, sie sind eine Frohnatur. Also wenn man sich mit den Hunden nicht verscherzt, dann hat man doch einen Partner fürs Leben. Ich finde das toll. Das Haus der Furtwänglers liegt abgeschieden, direkt an einem See. Im Sommer nur mit einem Boot zu erreichen, im Winter mit dem Snowmobil. Die nächste Stadt liegt 60 Kilometer entfernt. Oft sind sie hier in der Herdanger Widder, der größten Hochebene Europas, wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist nicht immer so einfach. Es hört sich immer alles an, es ist toll und es ist romantisch. Selten bekommen sie Besuch. Der nächste Nachbar ist kilometerweit entfernt. Das ist ein raues Volk hier. Und das ist es auch am Anfang. Ne? Das ist so, die haben jetzt nicht die Willkommensmentalität wie jetzt so ein Spanier, der dann sagt, okay, Fiesta und Siesta und was weiß ich und wir feiern. Die gucken erstmal, ne? Und sagen, wir wollen erstmal abwarten, ob die den ersten Winter überleben hier. Ja, und jetzt sind es 9. Und mittlerweile sind wir angekommen. Um gleich wieder durchzustarten. 600 Kilometer mit dem Schlitten durch Russland. Sie ist die einzige Frau unter den Teilnehmern. Und nur sie gelangt ans Ziel. Eisern kämpft sie sich auch 1600 Kilometer durch Alaska beim internationalen Schlittenrennen Yukon Quest. Ist auch beim Adirondack-Rennen dabei, einem der härtesten. Eine Tortur für Mensch und Tier. Als ich die Ziellinie überquert habe, da war mir klar, egal was kommt in meinem Leben, ich schaffe alles. Das Extreme, dieses... das hat ja nicht nur was damit zu tun, sind die Hunde gut drauf und bin ich gut drauf. Das ist das Mentale. Das ist so dieses Einssein mit der Natur, mit den Tieren, mit dir selber. Schaffe ich es, allen Widrigkeiten, die da auf mich zukommen, zu trotzen? Aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Im Sport wie im Leben. Ihren Platz hat sie hier gefunden. Irgendwo in der norwegischen Wildnis. 1300 Kilometer von Deutschland entfernt. Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle und wo meine Familie sich wohlfühlt. Und das ist hier. Heimat ist nicht Deutschland. Ursprung ist Deutschland, aber Heimat ist jetzt der Platz hier. Eis und Schnee. Extreme Kälte und extreme Lebensbedingungen. Das ist das, was Silvia Furtwängler glücklich macht. Berge, soweit die Augen sehen können. Malerische Täler und Dörfer. All das gibt es in den Alpen. Für die Österreicherin Katharina Koos bedeutet Wandern Freiheit. Also Wandern ist für mich irrsinnig schön, weil diese Verbundenheit zur Natur stattfindet. Man bewegt sich draußen die ganze Zeit und in Verbindung mit der Tatsache, dass man einen Weg selber geht. Man fährt nicht mit dem Auto, man fährt nicht mit dem Radl, wird nicht von Elektronik unterstützt, von Technik, sondern man ist ganz bei sich. Heute testet sie mit ein paar anderen den neuen Weitwanderweg Alpenjuwelen. Die Strecke verläuft von Garmisch-Partenkirchen in Deutschland über Österreich nach Südtirol in Italien. Der Österreicher Georg Pavlata hat die Route zusammengestellt. Die Alpenjuwelen sind ein Weitwanderweg auf leichten bis maximal mittelschweren Bergwegen und sind als Weitwanderung für Einsteiger gedacht. Erster Höhepunkt der Tour. Die Zugspitze mit knapp 3000 Metern Höhe. Von Deutschlands höchsten Berg genießen die Teilnehmer den Blick auf mehr als 400 Gipfel in Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz. Dann geht die Wanderung am Fuße des Berges erst richtig los, nach Ehrwald in Österreich. Auf der ersten Tagesetappe laufen die Wanderer 8,5 Kilometer.
In den Bergen müssen sie sich auf kurzfristige Wetterwechsel einstellen. Es kann schneien, regnen oder heiß sein. Da Georg Pavlatter seit rund 40 Jahren in den Bergen unterwegs ist, weiß er genau, welche Kleidung Wanderer benötigen. Ganz wichtig ist die atmungsaktive Unterwäsche, zum Beispiel Merino oder Kunstfaser, etwas, was sehr schnell trocknet. Dann eine leichte Wanderhose, die ebenfalls, wenn es regnen sollte, mal schnell trocknet. Und das Wichtigste sind die Schuhe, die sollten auf jeden Fall knöchelhoch sein, wasserabweisend, zum Beispiel mit Gore-Tex, und eine gute Profilsohle haben. Nächster Tag, zweite Etappe der Alpenjuwelen. Zunächst geht es mit der Almbahn hoch auf 1500 Meter. Heute führt die Route durch das Gaistal. Jetzt wird es für die Wanderer sportlich. Da ist die gesamte Etappenlänge 15,5 Kilometer. Ungefähr 4,5 Stunden gehen wir. Ich glaube, das sollten wir locker schaffen. Wem das zu weit ist, der kann sich zum nächsten Ziel mit einem Auto bringen lassen. Das gehört zum Konzept der Tour. Und auch schweres Gepäck müssen die Teilnehmer nicht selbst schleppen. Sie benötigen nur einen leichten Rucksack, in den folgende Dinge gehören. Für den Notfall ganz unerlässlich ein vollständig geladenes Telefon mit eingespeicherten Notfallnummern. Zusätzlich sollte man mitnehmen eine Wanderkarte, wo die Route drinnen eingezeichnet ist. Außerdem Wasser, energiereiche Snacks, Sonnencreme, ein Erste-Hilfe-Set und warme Kleidung. Die Alpenjuwelen sind auf 6 Tagesetappen verteilt. Insgesamt ist die Strecke 76 Kilometer lang. Da bleibt der Muskelkater nicht aus, auch nicht bei erfahrenen Wanderern wie Katharina Koos. Das Anstrengendste an der heutigen Etappe war, als dann doch eine beträchtliche Steigung zu bewältigen war. Da zieht es dann halt schon mal in den Wadeln oder in der Ferse. Alle 2 Stunden nehmen sich die Wanderer Zeit zum Essen. Die Strecke führt an ausgewählten Almhütten vorbei. Sie servieren Speisen wie zum Beispiel Kiachl, eine gebackene Tiroler Spezialität, die man deftig oder süß genießen kann. Wandern ist gesund. Es stärkt die Abwehrkräfte und die Muskulatur. Und diese Alpenüberquerung ist auch für Kinder und Senioren machbar. Das Grün wirkt wie Wellness für die Seele. Ja, schau mal, hier haben wir einen traumhaften Blick auf die Dolomiten. Das wäre der Schlern. Dahinter ist dann die Rosengartengruppe, in der Mitte drin die Violett-Türme. Und ganz im Hintergrund sehen wir schon die Pala-Gruppe, die schon im Trentino liegt. Die letzte Etappe führt in den Ort Genesien im italienischen Südtirol. Die Pfarrkirche St. Genesius sieht man schon von Weitem. Sie wurde im 16. Jahrhundert gebaut. Einige Wanderer besuchen noch die Stadt Bozen südlich von Genesien. Sie liegt auf gut 260 Metern Höhe. U-Bahn-Linie 2, Hamburg, Haltestelle Emilienstraße. Ein Bahnsteig, ein Kiosk. Aber kein gewöhnlicher mit Zeitungen und Süßigkeiten. Für die Vorbeikommenden hat der Mann im Kiosk ein ganz besonderes Angebot. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was kann man hier denn kaufen? Hier kann man nichts kaufen. Hier kann man sich zuhören lassen. Ich bin ganz Ohr, wenn Sie mir eine Geschichte erzählen wollen. Oder auch nur ein paar Sätze. Ich nehme alles. Einfach zuhören, das macht neugierig. Die Leute bleiben stehen an Christoph Buschs Zuhörkiosk in der U-Bahn. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeikommen. Da steht auch eine Telefonnummer drauf. Ja. Und Sie schreiben ein Buch. Sie wollen. Das wird dann vielleicht ein Buch, aber vor allen Dingen höre ich erst mal zu. Ja, Sie haben, das Sie haben bestimmt was zu erzählen. Der 71-Jährige ist Drehbuchautor für das Fernsehen. Eigentlich hat er den ungewöhnlichen Ort als Schreibstube gemietet. Ich habe mir vorgestellt, dass ich hier sitze und schreibe und ab und zu spricht mich mal jemand an oder ich spreche jemanden an und ich höre eine neue Geschichte. Und zum Schreiben komme ich eigentlich nicht mehr, ich höre nur noch zu. Die meisten Leute, denen Christoph Busch sein Ohr leiht, wollen aber nicht vor die Kamera. Sie erzählen aus ihrer Kindheit, Episoden oder ihr ganzes Leben. Und sie freuen sich, dass jemand für sie da ist. Die Tatsache, dass man normalerweise nicht in die U-Bahn-Station geht, um da zu bleiben, bedeutet auch, wenn jemand hier hinkommt, dann ist er extra gekommen und hat Zeit mitgebracht. Und da ist... Hallo. Ich bin Vinzenz hier. Ich habe Sie auf dem Zettel.
Sie hatte sich telefonisch angemeldet und erzählt von ihrer Ehe mit einem Senegalesen. Christoph Busch spürt nach. Könnte das eine spannende Geschichte werden? Damals bin ich in Senegal ausgewandert mit meinem Mann zusammen und er war da nicht so überzeugt. Ich habe gesagt, ey, nein, das machen wir und oh, ich habe so viele Ideen und das ist ein armes Land, wir müssen da gute Ideen reinbringen, das schaffen wir. Ja. Hat nicht geklappt. Dreivierteljahr. Und dann sind Sie zurückgekommen. Ja, dann sind wir zurückgekommen, es war eine tolle Erfahrung. Ich halte schon Ausschau nach Menschen, die ich normalerweise so nicht kennenlernen würde. Also die nicht unbedingt bei mir zu Hause auf die Party kommen würden. Sogar auch Leute, die mir einen gewissen Respekt einflößen oder wo ich denke, oh, was der wohl sagt oder die. Aber das reizt mich gerade. Ersatz sein für einen Therapeuten oder Seelsorger will er aber nicht. Dennoch hört er hier mehr üble Geschichten als schöne. Ich sag mir immer, Unglück ist das Gegenteil von Glück. Und wenn man kein Unglück hat, weiß man gar nicht, was Glück ist. Und die Leute, die hier hinkommen, wollen allermeist aus ihrem Unglück raus. Und dann ist das hier so ein kleiner erster Schritt, um zu gucken, wie schaffe ich das? Viele Geschichten gehen Christoph Busch nahe. Dann kann er gar nicht anders, als abends das nach Hause mitzunehmen, was die anderen ihm dagelassen haben. Dieser Haufen bleibt am Ende des Tages übrig. Aus den Resten dieser Gerichte ist er entstanden. Eine Idee von David Suchy und Jasmin Martin. Das Paar hat in Berlin das Freya eröffnet, Deutschlands erstes Zero-Waste-Restaurant. Jede Stadt, jedes Restaurant im Allgemeinen sollte nachhaltiger produzieren. Und ob es sich jetzt Zero-Waste auf die Fahne schreibt oder nicht. Aber es sollten immer, die Betreiber haben halt eine große Verantwortung ihren Gästen gegenüber, aber auch der Umwelt. Weil am Ende des Tages wird da viel produziert und wo viel produziert wird, fällt auch viel Müll an. Möglichst müllfrei und vegan leben Jasmin Martin und David Suchy auch privat schon seit Jahren. In ihr Zero-Waste-Restaurant kommen die Produkte plastikfrei verpackt von Biobauern aus der Region. Alle Gerichte sind vegan. Heute auf der Speisekarte geröstete Pilze mit Knollensellerie an Kartoffelterrine und hausgemachtes Sauerteigfladenbrot mit Dips. Wir wollen niemanden veganisen oder die alle zu Zero Waste dann machen, oder, sondern wollen einfach mit dem Essen am Ende des Tages auf dem Tisch punkten und undogmatisch damit umgehen, aber ganz klar immer noch pragmatisch bleiben. Wir wollen was machen, wir wollen nicht viel reden, wir machen es einfach. Das Konzept ist keine Berliner Erfindung. Schon 2014 eröffnete das Silo als erstes Zero-Waste-Restaurant Englands. Der norwegische Koch Halvdan Kluften war dort Sous-Chef, bevor er die Küche im Freya übernahm. Seine Erfahrungen hat er mit nach Berlin gebracht. Wir fermentieren unser ganzes saisonales Gemüse in Salzwasser. Durch die Fermentierung bekommt das Gemüse auch einen viel interessanteren Geschmack. Und wir können die Flüssigkeit anstelle von Essig und Öl für die Herstellung von Soßen oder Dressings verwenden. Sie ist eigentlich in jedem Gericht enthalten. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein finden sich auch in der Einrichtung wieder. So gibt es nur Stoffservietten, die Möbel sind Secondhand, Verpackungen werden durch Glasbehälter ersetzt und die Lampen sind aus Pilzfasern. Das Konzept ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Doch wissen die Gäste das auch zu schätzen? Ich finde das Konzept interessant. Ich habe zu Hause auch ein Buch, was ich lese dazu. Aber es war jetzt nicht der Hauptgrund, dass ich herkomme. Also grundsätzlich bin ich erstmal vom Essen angezogen worden. Es regt mich auch auf, dass wir sehr viel wegschmeißen. Und es ist sehr schwierig, wenig wegzuschmeißen. Und es ist noch schwieriger, gar nichts wegzuschmeißen. Deshalb sind die Jungs, was sie hier machen, echt toll. Und was passiert mit Gemüseabfällen und Essensresten, die übrig bleiben? Dafür ist dann Gersi zuständig, die hauseigene Kompostiermaschine. Bei Temperaturen zwischen 60 bis 120 Grad Celsius lebt und arbeitet hier ein spezieller Bakterienzoo. Dort kommen am Ende des Abends alle Essensreste, die wir gesammelt haben, rein. Und die verarbeitet die dann innerhalb von 24 Stunden zu einem Bodenersatzstoff. Ja? Und der kann dann auch am Ende genauso, wie er rauskommt, auf die Felder. Und damit schließt sich der Kreislauf ganz natürlich. Thank you.
Iskandar Vijaya hat viele Gesichter. Und Schubladendenken mag er weder in der Musik noch im Leben. Der Berliner mit indonesischen Wurzeln ist ein Ausnahmegeiger, der immer wieder auch abseits der Klassik nach Inspirationen sucht. Aber so extravagant er auch wirkt, für ihn zählt allein die Musik. Letztendlich machen wir Musik, weil wir Leute berühren wollen und weil wir sie bewegen wollen. Und weil wir in uns einen Punkt erreichen wollen, wo wir selber so berührt sind auf der Bühne, dass wir die anderen auch damit bewegen können. Anders geht's nämlich nicht. Indonesien. Die Heimat seiner Eltern besucht Iskandar Vijaya regelmäßig. Hier ist der 32-Jährige ein Star. Auftritte in Werbeclips und TV-Shows haben ihn in dem asiatischen Inselstaat berühmt gemacht. Hier spielt er in den großen Konzerthäusern, wie im vergangenen Jahr in Jakarta, bei dieser Benefizgala für Tsunami-Opfer. Ich habe eine Zeit lang diesen Spagat versucht, Popstar in Indonesien, Klassikkünstler in Deutschland. Und seit ein, zwei Jahren habe ich mich entschieden, es gibt mich nur noch als Gesamtpaket. Auch wenn ich in Indonesien mit Frack spiele und für den Präsidenten spiele, versuche ich immer, mir selbst treu zu bleiben und so authentisch wie möglich rüberzukommen. Auftritt in einem Kölner Club. Hier spielt Iskandar Vijaya nicht nur klassische Musik. Das Programm reicht von Johann Sebastian Bach bis zu einer Coverversion des Hits Chandelier von Popstars hier. Mich sprechen plötzlich Stücke an und da unterscheide ich eben nicht, ist das jetzt dieses oder das Genre. Und genau das möchte ich auch in meinen Konzerten erreichen. Ich möchte diese Unterteilung aufbrechen. Ich möchte, dass Leute, die in mein Konzert kommen, wissen, es gibt alles. So wie er in seiner Musik ganz unterschiedliche Sachen probiert, spielt Iskandar Vijaya auch gerne mit verschiedenen Images. Nicht nur bei Fotoaufnahmen. Ich ziehe auf der Bühne gerne Outfits an, die irgendwie meinen Interpretationsansatz unterstreichen. Und das kann wirklich sehr variieren, von extrem schlicht, einfarbig, nur in schwarz, total reduziert, auf total over the top, weil genau das ist das, was mich auch an der Musik interessiert. Mit 4 Jahren beginnt Iskandar Vijaya Geige zu spielen, inspiriert von seinem Großvater, einem Komponisten. Nach einem Geigenstudium in Berlin hat er keine Lust auf die üblichen Wettbewerbe. Er spielt lieber direkt bei Weltklasse-Dirigenten wie Zubin Mehta vor und überzeugt. Demoaufnahmen für das nächste Album. Darauf soll es einen bunten Stilmix geben. Unter anderem experimentieren die Musiker mit einem Stück des italienischen Barockkomponisten Pietro Antonio Locatelli. Iskandar Vijaya. In Indonesien ein Star. In vielen Welten zu Hause. Gestalten wie aus einem Albtraum. Einmal im Jahr werden sie losgelassen. Im idyllischen Örtchen Heldra im Norden des Bundeslandes Hessen. Ein Dorf mit gerade mal 500 Einwohnern, aber mit einer großen Tradition, den Strohbären. Und ich werde einer von ihnen sein. Meine Herausforderung heute, ich lasse mich nicht nur um den Finger, sondern ganz einwickeln. Und zwar mit Stroh. 40 Kilo davon soll ich tragen. In dieser Scheune kann ich mir schon mal anschauen, was mich nachher erwartet. Allerdings bin ich heute als Letzter an der Reihe. Zeit für eine kleine Recherche zur Geschichte des Strohbären am Dorfmuseum. Hallo, ich bin der Max. Hallo, wie geht's? Hallo. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr über den Ursprung des Strohbären erfahren. Wie fing das denn alles an, diese Tradition? Oh, das Licht im Dunkeln. Also wir kennen den Strohbärtag seit unserer frühesten Jugend und unsere Eltern kennen auch seit der frühesten Jugend. Also da ist kein Datum festgehalten.
Das hat bisher bedeutet, wir werden immer noch das Winter austreiben. Zurück zur Scheune. Die Menge des Strohs, das vom Winter übrig blieb, bestimmt, wie viele Strohbeeren mitlaufen können. In diesem Jahr reicht es für 6. Das Brechen des Strohs an den Gelenken gehört dazu. Sonst könnten die Beeren sich gar nicht bewegen. Wer fertig ist, muss vor der Scheune warten. Dass ich hier mitmachen darf, ist eine Ausnahme. Ob es auch eine gute Idee ist, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Jetzt werde ich ins Stroh gewickelt. Übrigens von echten Profis. Keiner hier macht das zum ersten Mal. Bis zu 2 Stunden kann es dauern, bis das ganze Stroh da sitzt, wo es hingehört. Die meisten der Wickler waren selbst schon mal ein Strohbär. Mitleid haben sie jedoch nicht. Sie zurren und zerren erbarmungslos an mir. Wo bin ich hier? Am Oberschenkel. Oder, also hinten am Oberschenkel. Wie weit vom Arsch weg? Ja, geht noch ein bisschen. Das gibt's ja gar nicht mehr. Der Wickelprozess ist für denjenigen, der drin steckt, gar nicht so ungefährlich. Arme und Beine können einschlafen, wenn zu fest gewickelt wurde. Und nicht wenige sind auch schon mal in Ohnmacht gefallen. Auch deshalb wird das Stroh an den Gelenken gebrochen. Und so zwingt mich diese uralte Tradition in die Knie. Ich soll mehr Bewegungsfreiheit gewinnen, verliere aber dabei fast die Balance. Hoch. Okay. Andere Seite. Okay. Ja, und hoch. So. Jetzt gerade die Füße. Und nicht mit den Knien laufen. Mein erster Gang. Ein Taxi für die Beeren gibt es nicht. Wie richtige Strohballen werden sie mit dem Traktor Richtung Startpunkt gekarrt. Selten habe ich mich so ausgeliefert gefühlt. Aber es gibt Licht am Horizont. Jemand wird sich in den nächsten Stunden um mich kümmern. Ich führe dich heute durch diesen Tag als Bärenführerin. Wenn du das einfach Bescheid sagst. Ich vertraue dir voll und ganz. Muss ich auch, ich habe keine andere Wahl. Denn auch das gehört zur Tradition. Jeder Mann im Stroh bekommt eine Bärenführerin, die ihn an einer Kette durchs Dorf leitet. Im Stroh stecken ohne Ausnahme nur junge Männer, keiner älter als Ende 20, denn die halten die Strapazen am besten aus. Jeder schleppt jetzt ca. 40 Kilo mit sich herum. Und Strohbären bleibt tatsächlich nichts erspart. Ich habe gerade erst in meiner Verkleidung laufen gelernt, da soll ich tanzen. In grauer Vorzeit mal die Gelegenheit für die Dorfjugend, sich näher zu kommen, mit Sicherheitsabstand aus Stroh. Nach 2 sehr langen Stunden gibt es den Endspurt im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Strohbären rennen los. Ich kann es kaum noch aushalten und den anderen geht es nicht anders. Die Strohbären enden als wilder Haufen. Aber endlich werden wir befreit und aus dem Stroh geschnitten. Was für eine Tortur. Strohreste sitzen noch überall. Dass sich die Strapazen lohnen, auch das spüre ich jetzt ganz hautnah. Der Tag endet mit einem großen Feuer. All das Stroh, das stundenlang gewickelt und von uns getragen wurde, geht in wenigen Minuten in Rauch auf. Ja, so warm war mir ungefähr im Kostüm auch selbst. Aber was ich gelernt habe, es war ein wirklich schöner Tag, eine echt schöne Tradition, die das ganze Dorf, die ganze Gemeinde zusammengebracht hat. Und für einen Tag war ich auch Teil von der Gemeinde hier in Heldra. Einer der anstrengendsten Tage meines Reporterlebens geht zu Ende. In die Haut der Strohbären werde ich mich wohl nicht noch einmal wickeln lassen. Ein echter Riese und ich weiß genau, wie viel Arbeit in ihm steckt. Ich bin hier in Dortmund und besuche den größten Weihnachtsbaum. Und bevor es losgeht, gehe ich noch mal rein. Jetzt sind wir drin in meinem Meisterwerk. Naja, also ehrlich gesagt ist nur einer dieser tausenden von Bäumen meiner, aber ich habe ihn vor wenigen Wochen höchstpersönlich gefällt.
Aus diesem Wald im Sauerland stammen die 1700 Rotfichten, aus denen der Dortmunder Riese gebaut wird. Eine soll von mir sein. Viel Holz und ich habe die Qual der Wahl, also brauche ich etwas Beratung. Warum wird für den Dortmunder Weihnachtsbaum gerade die Rotfichte genommen? Ja, weil die Rotfichte sicherlich kostengünstiger ist wie eine Nordmanntanne. Und ich sag mal, dieser Baum, wie gesagt, schmiegt sich eben sehr gut an das Stahlgerüst in Dortmund eben an. Die Fichten für den Dortmunder Weihnachtsbaum sind zwischen 3,5 und 5 Meter hoch. Aus Sicherheitsgründen darf ich meinen Baum nicht mit einer Motorsäge, sondern nur mit der Handsäge fällen. Voilà. Geschafft. Dieser Baum wird ganz groß rauskommen in Dortmund. Zusammen mit den anderen Fichten, die gut verpackt im großen LKW noch vor Sonnenaufgang angeliefert werden. Weihnachtsromantik kommt hier noch nicht auf. Die erste Lieferung ist schon vor ein paar Tagen an das 45 Meter hohe Gerüst montiert worden. Jeder Baum wird vorher in Form geschnitten, gestutzt und zur Befestigung mit Schellen versehen. Manche arbeiten hier schon seit 22 Jahren mit. Wie sieht denn der Weihnachtsbaum zu Hause bei Ihnen aus? Ja, ich habe, wie gesagt, wenn ich ehrlich bin, ich habe die ersten Jahre erstmal keinen Baum mehr sehen können, wenn ich hier wegkam. Denn nicht nur Fichten stecken in diesem Riesenbaum, auch bis zu 1500 Arbeitsstunden, die man von außen gar nicht sieht. Aber hoch oben auf dem Stahlgerüst. Höhenangst hat hier offenbar niemand. Aber ich habe ziemlich weiche Knie und so ganz sicher fühle ich mich auch nicht. Aber der Ausblick ist sensationell. Eine Ladung Fichten wird nach oben geliefert, darunter auch meine selbstgefällte Rotfichte. Ich glaube, sie hängt so ein bisschen an mir. Ah, da sehe ich's. Ja, einen Moment. Aber irgendwann löst sie sich und dann geht's ran ans Gerüst. Jetzt kann ich stolz darauf sein, dass mein Baum auch Teil des weltgrößten Baums ist. Insgesamt 4 Wochen hat die Gerüstfirma Zeit, um den Baum vollständig wachsen zu lassen. Die Dortmunder Weihnachtsstadt drumherum wird erst ganz zum Schluss aufgebaut. 40 Tage lang können sich die Besucher dann an mehr als 300 Ständen mit Weihnachtsgeschenken und Spezialitäten versorgen. Der absolute Höhepunkt aber, das ist der Moment, in dem der riesige Baum beleuchtet wird. Darauf warten hier alle. Es war echt beeindruckend zu sehen, wie dieser Baum entstanden ist, wie tausende von Fichten zusammengebaut wurden, tausende Lichter ihn schmücken. Und jetzt kann man nur noch sagen, oh Tannenbaum. Du bist krank? Dann gib deine Symptome einfach bei einer App ein. Eine Maschine wird mit dir darüber reden, ähnlich wie ein richtiger Arzt. Nach rund 20 Fragen erstellt die Maschine eine wahrscheinliche Diagnose. Hat diese App das Zeug, die Medizin zu revolutionieren? Er hat die App mit Namen Ada mitentwickelt. Ich glaube schon, dass sich die Rolle des Arztes in gewisser Weise verändern wird. Meine Erfahrung aus den letzten 8 Jahren, wo ich mit sehr, sehr vielen Ärzten gesprochen und auch zusammengearbeitet habe, ist, dass die besten Ärzte diejenigen sind, die sich bewusst sind, dass sie mit Unterstützung von Technologie noch mal bessere Ärzte sein können. 8 Jahre lang entwickelten Ärzte und Programmierer gemeinsam die App, werteten tausende Studien aus. Also was wir hier sehen, ist quasi das Ergebnis, was Ada nach einer Symptomanalyse liefert. Auf der linken Seite finden Sie die
Symptome, die bejaht oder verneint wurden, auf der rechten Seite die möglichen Erklärungen, die Ada liefert. Und die grünen Linien, die weisen darauf hin, dass ein Symptom bejaht wurde und wie stark dann dieses Argument für eine Krankheit spricht. Und die roten Linien, dass das Symptom verneint wurde und wie stark dieses Verneinen eben gegen bestimmte Krankheiten spricht. Rund um den Globus wird die App genutzt. Sie liegt mit ihrer Diagnose meist richtig. Die Trefferquote liegt ungefähr so hoch wie bei einem echten Arzt. Um die Trefferquote weiter zu verbessern, nutzen die Macher der App künstliche Intelligenz. Der selbstlernende Faktor besteht darin, dass wir aus den Ergebnissen, die Ada liefert und das Feedback, was die User darauf geben, ob das gestimmt hat, was für eine Diagnose bzw. Erklärung Ada geliefert hat, daraus kann die künstliche Intelligenz theoretisch lernen. Für uns ist halt wichtig, dass das nicht automatisch passiert, sondern dass immer Ärzte dazwischen sind, die das entscheiden, ob diese Änderung sinnvoll ist oder nicht. Damit vermeiden wir, dass einfach User irgendwelche Sachen erzählen, die gar nicht stimmen. Und wie schlägt sie sich im Alltag? Suras Gurjar im indischen Jaipur ist einer der 7 Millionen App-Nutzer. Die Sprache könnte einfacher gehalten sein, sodass mehr Leute die App